Geld vorhanden sein wird, ungefähr 20%. Und das sind genau die Bereiche, wo die Agrarumweltmaßnahmen, die ländliche Entwicklung, die Biodiversität und die gesellschaftlichen Leistungen verankert sind. Und wir sagen natürlich auch, dadurch, dass das Greening sehr schwach ausgefallen ist, brauchen wir hier eine Stärkung der zweiten Säule. Das wird die Hauptauseinandersetzung sein, dass wir sagen, wir wollen die Möglichkeiten auch nutzen, die 15% aus der ersten in die zweiten Säule auch umzuverteilen, um das zu erreichen, nicht als Selbstzweck, sondern dass eben die Zielsetzung einer tiergerechten und verbrauchergerechten Landwirtschaft gestärkt wird und natürlich auch die Bauern. Prima, vielen Dank. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Wir haben gehört, es geht um Umverteilung von der ersten in die zweite Säule, aber das letzte Wort zum Greening ist ja noch nicht gesprochen. Und hier sehen Sie, was uns besonders am Herzen liegt, ist erstens eine echte Fruchtfolge, ist zweitens, dass tatsächlich wenigstens die 7%, die von der Kommission vorgeschlagen werden, auch als ökologische Vorrangfläche bewirtschaftet werden und dass es keinen weiteren Grünlandumbruch gibt. Was können Sie da noch machen, Herr Backholz? Ja, zum einen, um auf die konkreten Fragen zu antworten. Ich glaube, dass man erkennen muss, dass die Bundesregierung, eben ist schon angedeutet worden, kein gutes Verhandlungsergebnis vorlegt. Denn wir hatten... Technisch, Sie können jetzt das Mikro. Ja, das ist ja noch viel besser. Vielen Dank. Also ich bin auch gespannt, was die Bundesregierung uns heute vorlegen wird. Frau Höfgen, Ulrike Höfgen hat eben angedeutet, dass wir mit dem Ergebnis auf Brüsseler Ebene unzufrieden sind. Wir haben gesagt, wir wollen auch in der Zukunft, dass öffentliches Geld für öffentliche Leistungen für die Landwirtschaft bereitgestellt wird. Vor dem Hintergrund, wir wollen ausdrücklich eine bäuerlich geprägte Landwirtschaft. Wir wollen eine vernünftige Fruchtfolge. Wir wollen, dass das Greening als solches, der Reformansatz von Jollos war richtig, er war gut und er ist vollkommen verwaschen. Vollkommen verwaschen. Das muss man mal festhalten. Und wenn man sich dann überlegt, wir haben die Zahlen, die kennen wir ja noch gar nicht so ganz genau. Ich bin auch gespannt, ob uns denn heute klare Zahlen auf den Tisch gelegt wird. Aber wenn ich zur Kenntnis nehme, nach dem, was wir heute wissen, dann verliert Deutschland allein gut 5 Milliarden Euro in der nächsten Förderperiode. Das sind insgesamt, wenn man so will, in der zweiten Säule 20% und bei den Direktzahlungen 10%. Auch da wird deutlich das Missverhältnis. Das heißt, man versucht praktisch die Bauernverbandslinie zu halten und verkauft das als einen Erfolg. Und auf der anderen Seite geht das zulasten der gesamten ländlichen Entwicklung. Und das wollen wir nicht. Ich habe in Mecklenburg-Vorpommern ein Grünlandumbruchverbotsgesetz erlassen. Auch das widerspiegelt sich jetzt nicht in den Beschlüssen, sondern das Greening, ich habe das ja angedeutet, ist ja mehr oder weniger zu einer fakultativen, freiwilligen Lösung verkommen. Und das akzeptieren wir nicht. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten Klarheit bekommen. Und dass damit auch deutlich wird, wo die unterschiedlichen Positionen auch in den Parteien liegen. Und ich glaube, gerade was den Tierschutz anbetrifft, gerade auch was die Vielfalt, die Artenvielfalt, was die Biodiversität anbetrifft, müssen wir nachlegen und wir müssen die Bundesregierung hier fordern. Vielen Dank. Ich glaube, es ist ja nicht so, dass die hier stehen und viele Steuerzahler nicht bereit wären zu akzeptieren, dass weniger Geld nach Deutschland fließt, wenn dafür mehr Geld an Kleinbauern nach Rumänien, nach Griechenland, nach Spanien fließt. Die Frage ist ja, wo in Deutschland wird gespart? Und Wolfgang Reimer kommt aus einem Land, in dem es noch vergleichsweise mehr Bauern gibt als in Mecklenburg beispielsweise, in dem das Bauernsterben auch noch weitergeht. Wie wollt ihr, wie will Grün-Rot, wie will Rot-Grün dem Einhalt gebieten? Naja, Einhalt gebieten ist schwierig, das wissen wir alle. Wir haben ja viele Jahrzehnte Strukturwandel hinter uns und Strukturwandel wird sicherlich auch weiterhin gehen. Aber was jetzt falsch läuft, ist, dass ausgerechnet mit der Kürzung der zweiten Säule um 20% wir weniger Mittel haben, um sozusagen bäuerliche Betriebe nach vorne zu bringen. Über Ausgleichsprogramme, über Investitionsförderung, über Vermarktungsförderung, egal ob Biolandbau oder meinetwegen tiergerechte Haltung mit zwei Sternen, Neuland und so weiter.
alle diese Programme, alle diese Initiativen sind abhängig von der Ausstattung der zweiten Säule. Und für uns kommt es jetzt darauf an, dass wir über die Bundesratsmehrheit die Bundesregierung unter Druck setzen, dass wir in den Agrarministerkonferenzen, und da sind wir uns einig, dass wir hier die Bundesregierung dazu bringen, dass zum einen für die kleineren Betriebe dieser Modulationsausgleich kommt, dass die nicht noch bestraft werden jetzt, und zum anderen, dass wir einen Aufwuchs in der zweiten Säule haben. Wir brauchen dringend eine Verlagerung von Mitteln von der ersten in die zweite Säule, sonst können wir diese Erwartungen auch nicht erfüllen. Ich denke, gerade dieser Pferdefleischskandal zeigt, dass wir vorgehen müssen gegen globales Dumping und dass wir halt die Produktion stärken müssen, die, ich sag mal, wirklich gute Produkte erzeugt, wo Fairness und auch Produktwahrheit herrschen. Und wenn wir da noch einen Beweis gebraucht hätten, dann haben wir ihn jetzt. Und insofern werden wir hier auch wirklich kämpfen dafür, wie Herr Backhaus dargestellt hat, dass wir hier die Gewichte setzen, so dass die tiergerechte und verbrauchergerechte Erzeugung im ländlichen Raum gestärkt wird. Super, also wir geben euch jetzt gerade noch unsere Forderungen mit und auch die Forderungen von ganz vielen Europäerinnen und Europäern. Und wir hoffen, ihr setzt noch etwas durch. Alles Gute, wir stehen hinter euch. Tschüss. So, immerhin. Man nimmt uns wahr, wir freuen uns und wir wünschen in der Tat mehr Mut zu Agrarreformen. 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 Mut zu Agrarreformen, Mut zu Agrarreformen, Mut zu Agrarreformen, Mut zu Agrarreformen. Wie ihr wisst, entscheidet zum ersten Mal ja nicht nur der Agrarministerrat, in dem Frau Aigner sitzt, sondern das ganze Europäische Parlament mit über diese EU-Agrarreform. Und da wird am 12. und 13. März, also in gut zwei Wochen in Straßburg, die entscheidende Abstimmung sein im Plenum des Europäischen Parlaments. Das ist bisher nicht gut gelaufen. Die Agrarlobby hat in dem Agrarausschuss des Europäischen Parlaments eine Komplettverwässerung der Vorschläge der EU-Kommission befürwortet, und ob sie damit durchkommen oder nicht, wird sich am 13. März in Straßburg entscheiden. Und das wird entschieden von allen EU-Agrarabgeordneten, und wir haben deshalb EU-weit und auch hier in Deutschland eine Aktion gestartet, die heißt Go Mad, Meet a Deputy, also triff einen Abgeordneten, sprecht persönlich mit euren Abgeordneten, und auf unserer Webseite könnt ihr finden, wie ihr am schnellsten an eure Abgeordnete oder euren Abgeordneten rankommt. Das ist ganz wichtig, dass gerade die, die nicht die Experten für Agrarfragen sind, aber die sehr wohl die Experten für gutes Essen, für mehr Gerechtigkeit, für mehr Umweltschutz sein sollten, wenn sie uns vertreten in diesem Parlament, anders abstimmen als die Agrarmafia in dem Ausschuss. Wir haben jetzt noch zwei Wochen Zeit. Und es wäre sehr gut, wenn ihr euch alle daran beteiligt. Vielen Dank. Tschüss. Und wir von Campact sind ja auch am Thema dran. Wir werden nächste Woche noch eine Online-Aktion starten an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments aus Deutschland und die auffordern, doch für echte und grüne Reformen zu sorgen. Und bei dieser Abstimmung im Plenum am 12. und 13. März unsere Forderungen zu befolgen und für die Anträge zu stimmen, die eine grüne und gerechte Agrarreform wollen. Ja, da könnt ihr also nächste Woche unterschreiben. Wer dann gerne mit nach Straßburg fahren möchte, von Berlin ist es ja ein bisschen weiter, kann dann am 12. auch dabei sein. Da sind wir wieder in einem großen Bündnis und machen eine große Aktion
vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Ja, schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass ein paar Minister auch nach draußen gekommen sind, auch wenn es nur die Grünen waren und SPD. Das ist ja meistens so. Wir hoffen, dass die Frau Eichel heute ein bisschen unter Druck setzen können. Ich denke, es war gut, dass wir hier Präsenz gezeigt haben, dass auch Medien hier waren, dass es Bilder von gibt und dass wir weiter demonstrieren für eine gerechte Agrarreform und für gute Landwirtschaft. Danke, dass ihr hier wart.